Moin, moin ihr Lieben, ein Zuschauer von mir, um genau zu sein, ist es Dr. Payne, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass man einen Knapfel unglaublich leicht fangen kann. Dabei ist mir aufgefallen, dass man auch einen Shiny-Knapfel ziemlich leicht fangen kann und genau das wollte ich euch heute nicht vorbehalten. Ich zeige euch mal, was ihr dafür machen müsst. Als allererstes braucht ihr ein großes Pokémon. Ein großes Pokémon wie zum Beispiel Dragoran, Koraidon oder auch Baojian. Baojian ist auch das Pokémon, für das ich mich entschieden habe. Wenn ihr das also habt, würde ich euch ganz klar das empfehlen, weil es vor allem auch noch schnell angreift. Sobald ihr das Pokémon habt, tut es dann an die erste Stelle in eurem Team, damit ihr es dann mit R rausschicken könnt, wenn es soweit ist. Als nächstes begeben wir uns dann gemeinsam zur östlichen Zone 3, um genau zu sein zum Schmierhain, zu diesen zwei Bäumen hier. Wenn ihr dann hier bei diesen zwei Bäumen angekommen seid, macht ihr euch hier dann einmal euer Drachensandwich. Das leichteste Gericht, was ich euch empfehlen würde, ist eine Avocado und zwei salzige Geheimgewürze. Wenn ihr Hilfe braucht bei Sandwiches und nicht wisst, was für ein Sandwich ihr benutzen sollt, ich verlinke euch mal oben in der Infobox mein Video zu allem, was ihr über Sandwiches brauchen müsst. Sobald dann einmal Schillerkraft und Begegnungskraft Level 3 vom Typ Drachen da sind, können wir auch schon starten. Jetzt fahrt ihr nämlich mit Koraidon oder Miraidon gegen den anderen Baum und ein Knapfel wird runterfallen. Schickt mit R jetzt euer Baojian los, um Knapfel zu bekämpfen und stellt euch wie ich hier neben den anderen Baum gegenüber. Wie ihr seht, bekämpft Baojian nicht nur das eine Knapfel, sondern quasi unendlich viele, weil immer wieder ein spawnt und zum Kampf runterfällt. Wartet hier nun einfach, bis euer Pokémon zu euch zurückkommt, denn das wird das Zeichen sein, dass das Shiny da ist. Wenn euer Pokémon dann also zurückgekommen ist, sprintet nochmal mit Koraidon oder Miraidon gegen den Baum und ihr werdet sehen, ein grüner Apfel wird runterfallen. Fangt euch dieses Pokémon jetzt und schon habt ihr einen grünen Apfel im Team. Knapfel hat übrigens zwei verschiedene Weiterentwicklungen, die ihr mit besonderen Items bekommen könnt, nämlich einmal den süßen Apfel und einmal den sauren Apfel. Mit dem süßen Apfel wird Knapfel zu Schlapfel. Schlapfel ist eher ein kleines, echsenartiges Pokémon, was ich persönlich aber ziemlich süß finde. Kann man auf jeden Fall spielen. Und mit dem Item saurer Apfel entwickelt sich euer Knapfel zu Drapfel. Drapfel ist ein, was soll ich sagen, eidechsenartiges Pokémon, das fliegen kann. Meiner Meinung nach ziemlich cool, war tatsächlich auch mein erstes Shiny-Pokémon in Pokémon Schwert und Schild. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, liebe Leute, und ihr auch AFK einen Shiny-Knapfel bekommen habt, dann lasst doch super gerne ein Like und ein Abo da. Und ich würde doch mal sagen, reingehauen und bis zum nächsten Mal.